gleichzeitig, glaube ich, haben viele Menschen sehr gute Bauchgefühle, was diese Technologie anbelangt. Und da geht es oft darum, ich will, dass die was Gutes macht. Ich will, dass die hilft, neue Krebsmedikamente rauszufinden. Aber ich mache mir Sorgen eben darum, dass am Vorabend der Wahl irgendwelche Deepfakes auftauchen, wo die Kanzlerkandidaten irgendwie Sex mit Kindern oder Tieren oder sowas haben. Alena Büchs ist am Stand des Bayerischen Rundfunks. Herzlich willkommen. Es geht bei diesen Medientagen ganz viel um KI und Sie haben gerade in einem Vortrag gesagt, ChatGPT ist die größte Dreckschleuder, die es gibt. Das klingt nach einer großen Skepsis, aber ich glaube, Sie haben einen Grund dafür. Oh, ich muss Sie auch gleich korrigieren. Ich habe nicht gesagt Dreckschleuder, sondern Desinformationsschleuder. So ähnlich. Ja, also da steckt aber schon natürlich drin, dass das ein Instrument ist, das sehr, sehr viel kann, aber eben sich auch Dinge ausdenkt, fantasiert, fabuliert. Und da muss man einfach wirklich aufpassen, denn ChatGPT wird irrsinnig viel genutzt von irrsinnig vielen Menschen und dann verbreiten sich solche Fake News sehr schnell. Da habe ich tatsächlich eine gewisse Skepsis, da müssen wir aufpassen. Wie zum Beispiel der Papst in Daunenjacke oder Ähnliches. Und das kann ja auch die Demokratie natürlich auch gefährden, solche Desinformationsschleudern. Es wird viel über Chancen und Risiken, was KI angeht, diskutiert und das dann auch oft auch sehr oberflächlich ist, mein Eindruck. Müsste man vielleicht auch mehr über Ziele und über Risikobewusstsein diskutieren? Ja, das ist tatsächlich auch etwas, worauf wir sehr stark hinweisen. Ich verstehe, dass das die öffentlichen Diskussionen nicht immer tiefschürfend sein können und nicht jeder einen 400-Seiten-Beitrag, so wie wir den geschrieben haben, lesen kann. Gleichzeitig, glaube ich, haben viele Menschen sehr gute Bauchgefühle, was diese Technologie anbelangt. Und da geht es oft darum, ich will, dass die was Gutes macht. Ich will, dass die hilft, neue Krebsmedikamente rauszufinden. Aber ich mache mir Sorgen eben darum, dass am Vorabend der Wahl irgendwelche Deepfakes auftauchen, wo die Kanzlerkandidaten irgendwie Sex mit Kindern oder Tieren oder sowas haben. Das ist, also das wissen, glaube ich, viele Menschen, dass es da unterschiedliche Wege gibt, die zu nutzen. Und wir sagen, wir müssen sehr viel stärker darüber nachdenken, zu welchen Zielen wir das anwenden. Unsere Faustregel ist nämlich, KI muss die Entfaltungs- und Handlungsmöglichkeiten von Menschen erweitern und darf sie nicht verringern. Das heißt aber auch, dass es auch Kontrolle und Regeln braucht, die man definieren muss. Und ich sage nochmal ein Beispiel, Elon Musk und Twitter oder X ist natürlich ein Beispiel, wie es nicht gehen kann, wenn ein Einzelner darüber befindet, was auf einer weltweiten Kommunikationsplattform stattfinden darf und was nicht. Also wie viel Kontrolle bräuchte es dann? Ja, also das macht uns auch durchaus Sorge. Sprechen wir auch drüber, dass das im Prinzip Monopolstrukturen sind. Also es gibt eine Handvoll Unternehmen, die, wenn sie so wollen, große Teile unserer digitalen öffentlichen Debatte mitbestimmen, deren Algorithmen die mitbestimmen. Und wir sprechen davon, dass wir wirklich darüber dringend nachdenken sollten, da öffentliche Alternativen aufzubauen. Ich weiß, das klingt immer ein bisschen naiv. Ich weiß, das klingt immer so ein bisschen Wolkenkuckucksheim. Aber es gibt da sehr, sehr kluge und gute Vorschläge. Aber wir haben auch alle selbst als Nutzerinnen und Nutzer natürlich eine Verantwortung, uns zu überlegen, will ich noch auf einer Plattform sein, wo ganz klar nachgewiesen ist, dass da also Hassrede ganz stark zunimmt, ganz viel Desinformation unterwegs ist. Oder versuche ich doch, mich umzuschauen, gibt es noch andere Dinge? Ich glaube, das Wichtigste ist, sich immer wieder klarzumachen, am Ende des Tages brauchen wir diese Vielfalt. Und deswegen sind diese Monopole problematisch. Und da gibt es natürlich dann auch gesetzliche Notwendigkeiten, das ein bisschen einzuhegen. Sie haben auch die Formel genannt, Menschen mit KI werden Menschen ohne KI ersetzen. Was aber auch heißt, nicht KI wird den Menschen ersetzen. Ja, wir sagen, KI darf den Menschen nicht ersetzen, also im vollen Sinne. Was in manchen Bereichen ja aber durchaus diskutiert wird, dass man sagt, okay, das kann doch KI übernehmen. Ja, das sind einzelne Bereiche und einzelne Aufgaben. Und ich glaube, da sagen wir auch, da darf man jetzt nicht diesem Hype anheimfallen, dass jetzt die generative KI auf einmal ganze Branchen komplett überflüssig macht. Aber ganze Branchen werden sich transformieren müssen, weil das Aufgabenfeld wirklich anders aussehen wird. Das kann aber auch was Positives sein. Ne? Die Idee ist ja, in dieser ethischen Faustregel, also Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten erweitern, die KI soll uns das Anstrengende, das Nervige, das Blöde, das Langweilige abnehmen, damit wir Menschen freigespielt werden. Und das ist in Zeiten von Fachkräftemangel wirklich wichtig, uns auf das zu konzentrieren, was wirklich in menschlicher Hand bleiben sollte. Und da machen wir ganz viele Vorschläge, wie das in den unterschiedlichen Bereichen aussehen kann. Wir, das ist der Deutsche Ethikrat, die Politik muss dann auch noch letztlich den Rahmen setzen, wenn es um Kontrolle geht. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Alena Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Dankeschön. Ich danke, hat mich gefreut.